So, wir sind nicht live, aber die Aufzeichnung läuft und ich freue mich, dich zu sehen. Lina, hey, wie ist es bei dir in deiner virtuellen Welt? Ja, zu Hause, man kann nicht mehr wirklich rausgehen, beziehungsweise mittlerweile werden ja schon die Regelungen ein bisschen gelockert. Aber ich versuche es natürlich trotzdem zu vermeiden. Auf irgendwie konnte zu viele Kontakte verzichte ich so. Also ich bleibe schon viel zu Hause. Ich habe die Möglichkeit auch von zu Hause aus zu arbeiten, was mir sehr, sehr viel Freude macht. Und ja, genau. Das ist, glaube ich, auch im Moment sehr wichtig, wenn man kann, auch jetzt noch, auch wenn die ganzen Zahlen nach unten gehen, trotzdem noch viel aufzupassen, weil vorbei ist es halt nun mal leider noch nicht. Ja, und dann, wir haben uns ja so ganz kurz darüber unterhalten, ja, welche Möglichkeiten es gibt, das nach draußen gehen zu versüßen und haben deswegen beschlossen, dass es vielleicht den einen oder anderen inspirieren kann, das zu tun, was auch du tust, Dina. Magst du kurz erzählen, was du machst, wenn du rausgehst? Ja, also gerade beim Rausgehen, klar, beim Waldspaziergang brauchen wir alle keine Masken. Aber erst heute war ich draußen. Ich durfte auch mal wieder zum Friseur gehen. Ja, auf jeden Fall, das ist ja. Jedenfalls, egal wo man hingeht, zum Friseur oder zur Arbeit, wenn man bei der Arbeit Auflagen hat, mit Masken zu arbeiten, mit dem Abstand, so wie es im Moment gesetzlich vorgeschrieben ist, oder auch beim Einkaufen, da kommen wir alle nicht drum herum, die Masken zu benutzen. Und für mich ist es halt wichtig zu sagen, ja, okay, ich bin kein Riesenfan davon, aber es schützt mich, es schützt meine Umwelt und das können wir auf jeden Fall mal so stehen lassen. Und die Masken, die nehme ich und ich verwende ätherische Öle. Das ist mein Trick 17, um mich damit ein bisschen wohler zu fühlen. Also ich gehöre zu den sensiblen Menschen, ich habe nicht gerne was im Gesicht. Das ist nun mal leider so. Das kann man nicht schönreden. Ich glaube, dass es auch sehr, sehr vielen Leuten so geht, weswegen wir ja auch dazu gekommen sind, das Video jetzt aufzunehmen. Und ich versüße mir das Ganze mit ätherischen Ölen. Das funktioniert sehr einfach, indem man einfach einen Tropfen von den Citrusilölen auf die Maske mit drauf macht. Ich zeige das einfach mal. Ich habe hier per Zufall mein kleines Fläschchen, was man dann einfach mit auf die Maske. Ganz trendy, selbst genäht. Mach mal einfach einen Tropfen irgendwo da drauf, weil die Öle, die ich verwende, die Citrusilöle, die sind so intensiv, da reicht ein Tropfen und die Maske riecht wirklich noch tagelang danach. Also das ist total schön und die haben einfach eine ganz, ganz tolle Wirkung auf den Körper und auf meine emotionale Seite, sage ich jetzt mal. Das klingt ja spannend, weil also ich kenne oder früher, ich habe ja mittlerweile auch schon ein paar Tropfen kennengelernt von den guten Ölen. Ich hatte früher immer nur Kopfschmerzen, ne? Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass so ein ätherisches Öl dann noch auf den Mundschutz auftragen, dass das irgendwie eine Verbesserung meines Zustandes geben könnte. Also was ist so deine Erfahrung? Was macht diese C2C-Öle aus, dass du die gerne verwendest? Mir ging es ganz genauso. Also ich war auch so skeptisch, bevor ich diese C2C-Öle für mich entdeckt habe. Ich kann die gleiche Geschichte erzählen wie du. Also ich habe auch immer Kopfschmerzen bekommen, bin halt, wie ich eben schon gesagt hatte, auch sensibel und ja, bin da einfach sehr feinfühlig, was das angeht. Viele Kopfschmerzen, wetterfühlig und so weiter. Und das Geheimnis da drin ist die Reinheit. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein kommt auch jetzt gerade immer mehr bei den Menschen an. Egal, ob es jetzt von den Ölen jetzt in dem Fall, wo wir sprechen, aber auch natürlich die Reinheit von uns selber und selber wieder neu kennenzulernen, Sachen mit den Kindern zu machen, das Homeoffice alles irgendwo zu händeln, gleichzeitig aber auch bei sich selber zu bleiben, also so diese Reinheit auch zu spüren von uns selber. Und da helfen diese oder unterstützen vielmehr diese Öle unglaublich
auf eine sanfte Art und Weise, weil man atmet sie ein. Man kann sich das Ganze auch so ein bisschen vorstellen, ja, wie bei so einer Handinhalation. Die hast du ja auch schon kennengelernt, wenn du die vielleicht auch gleich zeigen möchtest. Ich kann Handinhalation. Ja, genau. Träufe mir einen Tropfen hier drauf. Genau, da reicht schon ein Tropfen. Genau. Genau. Dann aktiviere ich das Öl. Einfach so rein. Oh. Mm. Also diesen Mundschutz trage ich gerne, den hier. Ich auch. Das mache ich auch sehr gerne, auch häufiger am Tag. Und es geht einfach sofort in die Nase, in den Körper, wenn man sich einfach mal ein paar Sekunden Zeit dafür nimmt. Und es gibt natürlich auch sehr, sehr verschiedene Öle, die sich dafür eignen, auch was man dann da gerne haben möchte. Und wir hatten uns ja kurz vorher schon darüber unterhalten. Wie war nochmal der Slogan? Was hatten wir überlegt? Happiness mit den Masken? Ja, also, ne, oder ja, mit happy mit den Masken unterwegs sein oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall ist es das, was, genau. was passiert. Auf jeden Fall, man kann. Also, genau. Ja. Genau, das ist es nämlich. Und da gibt es halt sehr, sehr schöne Öle für, wo man halt wirklich einatmet und es wirkt stimulierend. Man erinnert sich einfach, jeder kennt das, wenn man was riecht, dann ist es da. Und man fühlt sich einfach wohl. Man kann etwas riechen, man kann etwas nicht riechen. Und gerade diese Reinheit, wo wir eben hier stehen geblieben sind von diesen Ölen, das ist einfach unheimlich wichtig, weil durch diese Reinheit kommt es nicht zu diesen Kopfschmerzen, weil es kommt diese Öle, die kommen von den Pflanzen tatsächlich. Da ist nichts mit dazu gemischt, das ist dieses reine Öl. Und in diesem Öl ist einfach sehr, sehr viel verankert aus diesen Pflanzen, aus der Erde. Und das ist einfach der Unterschied auch zu anderen Ölen. Also und oder andere Duftstoffe. Hier ist jetzt gerade was umgekippt. So. Kurz habe ich, glaube ein bisschen habe ich gezuckt gerade. Ja, zu Recht. Okay, wo waren wir gerade stehen? Ich glaube, ich brauche eine Handinhalation auf den Schock. Ja, genau, ein bisschen Handinhalation, da mache ich doch direkt mal mit. Auch hier ein Tropfen. Ja. Also, und das ist genau das. Ja, das ist ja für mich genau dieses, ne, da, also das ist, im Grunde ist es ein super Beispiel für das, wie ich es und was ich ja auch im Alltag erlebe. Da passiert gerade was, das war jetzt, ne, da ist was runtergefallen, das hatte so einen Schockmoment. Das, was draußen passiert, ist für mich ein längerfristiger Schock auf manchen in manchen Momenten und Situationen und ne, ich greife danach zur Flasche, zur gesunden Flasche, mache eine Handinhalation. Weil diese Duftmoleküle eben dann sofort über den Riechnerv ins limbische System gehen, also am Verstand vorbei und einfach, ich sage jetzt mal, mein Gehirn so auf eine Art berühren, dass auch meine Emotionen auf eine sanfte Art damit berührt werden. Und ja, total. Auch dieser Moment jetzt, völlig ungeplant und doch sehr, sehr positiv, sag ich mal. Weil wie oft haben wir solche Momente natürlich auch beim Einkaufen oder sonst wo wir sind. Oder wer so sensibel ist. Ich denke jetzt auch einfach mal an die hochsensiblen Menschen unter uns, die grundsätzlich schon Probleme haben, einkaufen zu gehen. Für die ist es eine Stresssituation, so die ganzen Energien von den Menschen, was jeder so ausstrahlt mit den Masken auch, ne, es ist einfach sehr, sehr viel Stress unterwegs dann dabei. Und wenn man da so diese Unterstützung hat, es hilft. Es hilft. Mehr kann man da auch gar nicht zu sagen, außer dass es wirklich unterstützt, wo man das einatmen kann. Und man kommt wieder ein bisschen runter, die ganze Zeit diese Stimulation, wie du das eben auch so schön beschrieben hast, das durchgängig einzuatmen, ohne diese Kopfschmerzen zu bekommen, sondern seinem Körper, seinem System etwas Gutes zu tun, ist unheimlich viel wert. Ja, und Reinheit, ne, du hast das Wort ja auch gesagt, ist ja auch wichtig und in aller Munde im wahrsten Sinne des Wortes, weil nur auf uns aufzupassen und möglichst reine Sachen zu verwenden, das, ich finde, das trifft den Zahn der Zeit und ja, die C2C-Öle,
also gerade für hochsensibel, ich bin ja auch recht sensitiv, also bei mir gehen die Zellen auch richtig auf. Weißt du, ich habe das Gefühl, die wollen diese Tropfen haben, mein Körper ist oder mein ganzes System wie so ein Schwamm. Und daran erkenne ich immer, dass etwas wirklich gut ist. Mhm. Also, ne, dass dieses Wollen durch meinen Körper sich zeigt. Und ja, deswegen, oh, jetzt, ich habe gerade eins meiner Lieblinge gehabt. Und ja, und genau diese Handinhalation, so kann man es sich halt tatsächlich auch selber vorstellen, wie man das Ganze mit den Händen macht und das richtig schön einatmen kann. So ist dieser Tropfen dann auf dieser Maske. Man hat es direkt vor dem Mund und und über der Nase natürlich. Und gleichzeitig atmet man das die ganze Zeit ein. Natürlich klappt das auch mit jedem Schal und wie auch immer man sich jetzt derzeit bedeckt. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Also hast du denn so Tipps, konkrete, wie man das Lächeln hinter die Maske bringt? Also auf jeden Fall die richtigen Öle auch verwenden, diese reinen, damit man eben keine Kopfschmerzen bekommt. Wie gesagt, ich kenne es auch nur zu gut. Ja, ansonsten die richtigen Öle. Ich würde mal vorschlagen, ich nenne zwei. Vielleicht hast du ja auch noch zwei Öle, die du empfehlen kannst zum Rausgehen. Ich fange einfach mal an mit etwas Blumigem. Das macht mich immer sehr freudig. Es heißt auch per Zufall Joy. Schönes Wortspiel. Ja, das ist auf jeden Fall eines der Öle, das ich liebe auf den Masken oder halt auch einfach, um meine Stimmung nach oben zu bekommen und ein bisschen so diese Happiness auch zu fühlen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und das andere ist bei mir Harmonie. Ich bin jetzt bei den Ölmischungen in dem Fall, die ich mir jetzt daraus gepickt habe. Das ist einfach ein total schönes, harmonisierendes Gefühl. Es ist alles so ein bisschen in der Balance. Auch die ganzen Energien, die ich um mich herum wahrnehme, die ich in mir selber wahrnehme, dass da ein gewisser Ausgleich auch passiert. Und das sind diese zwei Öle, die sind super. Die sind einfach für mich treffend. Kann sich natürlich auch jeder dann nochmal so ein bisschen gucken, was ist jetzt gerade vonnöten? Ist es ein bisschen die Freude, die ich heute mehr im Einkaufsladen verspielen möchte? Oder doch lieber ein bisschen mehr die Harmonie? Oder eben deine zwei? Wie sehen also, deine zwei Öle aus? Das eine ist definitiv Orange. Oh, auch sehr schön. Ja, weil Orange, also ich habe das Gefühl, die bringt so mein Leuchten raus. Also die Orange steht ja auch im Chinesischen für, ist praktisch die Glücksfrucht. Und es geht ja darum, glücklich zu sein und mit dieser Glücksfrucht, ja, und dieses Leuchten, das eigene, diese Lebensfreude, die Sonnenfrucht zu spüren, finde ich immer ganz toll. Achtung jedoch, auf der einen Seite und das Glück, dass auf der anderen Seite Orange macht, dass wir mehr Lust haben einzukaufen. Das ist der, okay. Je nachdem, wo man ist, sollte man also aufpassen mit der Orange. Genau, also entweder, und ich meine, das ist ja toll, weil viele und ne, die wirtschaftliche Lage wird für viele ja auch sehr knapp, ne, ungünstig und wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Das heißt, wir werden momentan auch so programmiert, das Geld eher bei uns zu halten, aus Angst vor der Zukunft, ja, und diesen meist weniger Kauffreude, Spaß, den wir sonst haben. Und da ist natürlich in dem Fall Orange genau das Richtige aus meiner Sicht, weil es mir wieder diese Freude auch mal beim Einkaufen, und damit meine ich nicht, ne, einfach jetzt etwas Neues kaufen, was ich gar nicht brauche, sondern da, wo ich sonst auch gerne eingekauft hätte, das wieder in mir zu entfachen, weil auch kaufen kann Freude machen und darf aus meiner Sicht auch Freude machen. Ja, vor allem auch das Kaufen von guten Lebensmitteln, von dem guten Gemüse, sage ich jetzt auch einfach mal, sich dem Körper was Gutes zu tun und dafür auch gerne dann das Geld zu investieren, weil man es auch in sich investiert. Ja, und dann den gesunden Kreislauf für gute Produkte zahle ich auch gerne viel, egal bei dem Markt oder egal, wo ich kaufe. Ich achte auch sehr auf meinen, ja, auf gesunde Geldkreisläufe. Und wenn ich dann natürlich wieder mehr Kaufluft habe und Lust, kann ich natürlich jemanden auch dann auch eine Freude machen, der womöglich da am Markt steht, ne, mit seinem Gemüse und all sowas. Also ich finde, das hat auch sowas Nährendes, diese Orange hat auch sowas Nährendes für so viele dadurch. Also ich schaffe und kreiere dadurch was,
was etwas weniger zurzeit draußen stattfindet. Das finde ich toll an der Orange. Und dann die Pfefferminze. Ne? Mhm. Mit der Pfefferminze bin ich auch Prinz da draußen sozusagen. Also Pfefferminze trage ich dann gerne, wenn ich einfach irgendwie nachmittags zum Beispiel unterwegs bin. Weißt du, wenn so die Konzentration nachgelassen hat, ne? Wenn ich vorher viel getan habe, auch mental, wenn ich einen Kraftschub möchte, wenn ich Lust haben möchte, richtig tief einzuatmen. Ne? Also, weil die Pfefferminze lädt so ein, die Lungen einfach mal weiter werden zu lassen. Und wenn die heiße Jahreszeit kommt, habe ich mit dieser reinen Pfefferminze definitiv die kleinste Klimaanlage der Welt bei mir. Also das ist für mich ein heißer Tipp. Und die beste. Ja, genau. Ein kühlender Tipp und dennoch der heißeste Tipp, den ich so mitgeben kann, auch für die kommende Zeit. Also Orange, Pfefferminze sind so meine Favorites. Absolut, gehört definitiv auch zu meinen Favoriten. Vor allem halt auch bei der Orange, wie du das eben so schön beschrieben hattest, so diese Reinheit da drinnen. Das ist so diese Reinheit, wie wir dann halt auch kaufen und dann halt auch wieder wirken. Und dafür sind, glaube ich, alle unsere Tipps von den Ölen sehr, sehr wichtig, weil das auch unser Strahlen, unsere Reinheit wieder nach außen bringt und diese Freude auch einfach und diese Ausgeglichenheit, die alle diese Öle auf eine gewisse Art und Weise auch auslösen. Und das finde ich total schön mit den Reinheit der Ölen, die Reinheit aus mir heraus. Und es ist auch da wieder so ein wunderschöner Kreislauf. Ja, und ne, ein berühmter Mann hat ja gesagt, sei die Veränderung, die du dir wünschst. Und ich finde, in Kombination, sei es mit Pfefferminze, Orange Joy oder Harmony, wenn ich mich in den eigenen guten Zustand bringe und dann rausgehe und Menschen auf mich treffen und ich auf Menschen, genau dann ist das die Veränderung, nach der ich mich hier auch sehne. Nach dem, es darf uns gut gehen, es soll uns gut gehen, wir haben ein Recht auf glücklich sein. Verdammt nochmal, wir haben das Recht dazu. Ja? Und das unterstützen wir aus meiner Sicht damit auch. Deswegen wünsche ich mir persönlich, dass wenn ich rausgehe, ich wohne ja hier in Köln, tausende gut duftende Menschen, die alle das Strahlen verinnerlicht haben, alle diese Reinheit auch nach außen strahlen. Was meinst du, wie sehr es uns allen besser ginge, wenn so viele Menschen da mal mitmachen würden, weil diese ätherischen Citrusöle eben tatsächlich auch unser ganzes emotionales, diesen Ballast, den wir alle haben, weil wir leben schon ein paar Jahre jetzt hier, ne, die helfen uns, diesen emotionalen Ballast auch loszuwerden, den mentalen Ballast zu werden, den geistigen Ballast wegzuwerfen, hätte ich jetzt schon gesagt. Ne? Also das sind so gigantische Helfer in dieser Zeit und ja, echt, stell mir vor, das freue mich von, ich gehe raus und alle duften so gut und man zieht sich so an, weil diese C2C-Öle, die haben, das ist ja die höchstschwingendste Materie, die es so gibt. Ne? Und stell dir vor, hohe Schwingung trifft auf hohe Schwingung und wenn die noch zusammenkommen, schwingen sie noch höher, wie gut es uns allen dann gehen kann. Muss man sich auch einfach mal das Ganze mal ein bisschen kleiner gesprochen, um sich das mal ein bisschen besser vorzustellen. Wenn ich mir vorstelle, ich gehe in den Supermarkt oder zum Markt und alle würden quasi Freude strahlen oder diese Freude auch ausstrahlen. Jetzt nicht, dass jeder wie ein Grinse irgendwas durch die Welt läuft, aber einfach diese Ausstrahlung, diese Ausgeglichenheit und Balance, dieses Friedvolle da drin, dieses Reine. Und wenn ich mir das vorstelle, dass alle Menschen genau so über den Markt laufen, ist für mich eine wunderschöne Vorstellung. Ja. Für mich auch. Hat Spaß gemacht, mit dir über so ein durchaus dann doch interessantes Thema zu sprechen, oder? Merke ich so gerade. Das ist mir eine Freude. Und ich weiß, wenn ich dir begegne auf der Straße, ne, dann gibt es ja schon mal einen Menschen, auf den ich mich ganz, ganz besonders freue. Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch nicht erwartet, als wir angefangen haben, dass es so interessant wird, über das Thema zu sprechen mit Masken. So ein bisschen, ja, schauen wir mal. Aber es ist einfach so viel Potenzial dahinter und das ist ein wichtiges Thema, was uns alle betrifft, weil wir alle laufen durch die Straßen und
ja, es gibt einfach sehr, sehr viele Leute, die damit ihre Probleme haben oder es sich auch einfach schöner machen können, ein bisschen Wellness für sich auch zu gönnen. Und alleine dafür muss es einfach in die Welt getragen werden. Und, genau. Ja. Und selbst für Kinder, ne? Mandarine, sage ich nur. Mandarine lieben Geheimnis. Kinder, genau, und Kinder lieben Mandarine. Das bedingt sich miteinander sozusagen, Mandarine und Kinder. Auch für Kinder kann man natürlich dafür sorgen, dass auch die viel, viel glücklicher da draußen sind. Das war, finde ich, mein Schlusstipp jetzt. Genau, für die sind ja noch sind ja noch sensibler. Nur noch mal ganz kurz dazu. Und da auch das Ganze den Kindern auch einfacher zu machen, weil je nachdem, wie alt sie sind, können sie es gar nicht erfassen, was da im Moment draußen los ist und wieso und weshalb. Und es ist für die Kinder auch sehr, sehr schwierig, die Situation zu deuten, wenn sie die Gesichter nicht sehen. Aber was die Kinder unheimlich gut können, ist, dass sie die Ausstrahlung, die Energie von einem selber aufnehmen. Ist jetzt gerade hier alles in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Und da sind die Kinder auch sehr, sehr feinfühlig und auch da definitiv ein sehr, sehr wichtiger Geheimtipp, der bitte hoffentlich nicht mehr lange geheim bleibt, dass die Mandarine da auch sehr hilfreich sein kann. Ja, in diesem Sinne, wie jetzt noch die entscheidende Frage, was macht jetzt ein Mensch, der dieses Video sieht, also entweder sehr sensibel ist oder Kinder hat oder einfach gut gelaunt raus möchte, wie kommt dann die C2C-Öle? Wir werden das Ganze ja, denke ich, auch bei YouTube veröffentlichen und auch bei Facebook, auf jeden Fall auch in diversen Gruppen zeigen, dass viele Leute das sehen können. Das heißt, entweder seht ihr das dann in den Kommentaren oder in dieser kleinen Box bei YouTube. Da werde ich eine Internetseite oder werden wir eine Internetseite hinterlegen, die zu mir gehört. Und darüber könnt ihr mich kontaktieren und bestellen und so weiter. Weil über diesen Link können wir halt auch sagen, dass es halt die richtigen Öle sind, die ihr da bekommt. Die reinen Öle kann man da erwerben. Und vor allem können wir da auch sicherstellen, dass wir alle das Ganze aus der gleichen Quelle und auch zu dem gleichen Preis bekommen. Das ist gut. Und so wie ich dich kenne, hat man auch bei dir die Möglichkeit, sich nochmal mit dir kurz zu schließen und dann... Ja, unbedingt. Ne? Bitte. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Bitte schreibt mich an. Ich liebe es, in Kontakt zu treten. Wir können gerne mal eine Runde zoomen. Wir können uns austauschen. Wir können auch mal zukünftig einfach mal einen Ölabend machen. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich gegenseitig zu unterstützen, zu inspirieren und das ist natürlich ganz kostenfrei. Super, dann machen wir das so. Dann alle dürfen sie hier schreiben. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich für den Austausch. Ja, es riecht immer noch von eben. Also das hält auch lange an. Ja, ach, es ist einfach wunderbar. Und dann mit so sympathischen, netten, wunderschönen Menschen wie dich. Also vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Interview und ich kann allen Menschen, die den Weg zu dir finden, meinen Glückwunsch aussprechen. Alles, ja, da haben Sie einen sehr wertvollen Menschen an Ihrer Seite hier zukünftig. Herzlichen Dank. Ich habe zu danken und wir sehen uns. Wir sehen uns. Oh, genau. Lecker. Super.